alles für diese Weltmeisterschaft getan, Jens Lehmann. Zusatzschichten trainiert in London, immer wieder zusätzlich in die Muckibude gegangen. Sein Leben komplett ausgerichtet auf diese Veranstaltung. Komm, lass uns die Hand geben. Tolles Bild. Der Held der Weltmeisterschaft vor 4 Jahren, Olli Kahn. Und Jens Lehmann kann seine Rolle jetzt endgültig übernehmen. Das ist seine Art, sich zurückziehen. Nochmal entspannen, die Nerven sammeln. So ist Jens Lehmann. Keiner, der das Laute sucht. Und das ist dieser von Jürgen Klinsmann auch beschriebene und beschwörte neue Geist. Wer die Wahl jetzt beim Schiedsrichter gewinnt, kann entscheiden, welches Team jetzt als erstes schießt. Die deutschen Schützen, wenn wir das richtig gesehen haben, unten sind Borowski, Frings, Neville, Podolski und Ballack. Wir können von Glück sagen, dass Abbondanzieri nicht mehr im Tor steht. Leo Franco, ich hoffe es zumindest. Weil Abbondanzieri gilt als absoluter Elfmeterkiller bei Boca Juniors. Beide Teams geschlossen, Arm in Arm am Spielfeldrand. So, nur die 10 Feldspieler, die zum Schluss auf dem Platz standen, befinden sich jetzt in der Spielfeldmitte. Neville ist unser erster Schütze. Neville gegen Leo Franco. Oliver Neville mit der geschichtsträchtigen Nummer 10 auf dem Rücken. Wollte eigentlich die 7, aber die war nicht mehr da. Neville zum ersten gegen Frankfurt. Deutschland führt mit 2:1. Und Franco hatte die Ecke geahnt. Er war mit den Fingern dran. Aber knallhart. Jetzt kommt Julio Cruz. Der eingewechselte Mittelstürmer von Inter Mailand. Weiß Jens Lehmann, wie er die Elfmeter schießt? Julio Cruz. Der war saugut geschossen. Deutschland, Argentinien, 2:2. Jetzt kommt Michael Ballack. Ist alles wieder okay bei ihm? Waden kämpfte noch vor 10 Minuten. Aber eigentlich einer der zuverlässigsten Elfmeterschüsse. Michael Ballack. 3:2. Nervenstark. Nur auf den Punkt geguckt. Sich nicht auf ein Augenspiel mit Franco eingelassen. Jetzt kommt der ganz Erfahrene, der Routinier. Ayala.
Roberto Ayala vom FC Valencia gegen Jens Lehmann, Arsenal London. Ayala, den hat er! Super Lehmann! Er ist ein Elfmeterkiller. Jens Lehmann. Ein Tor für das deutsche Team. Schwach geschossen, aber er hat die Ecke gerochen und sich nicht irritieren lassen. Jetzt Lukas Podolski. Lukas, hau ihn rein. Hau ihn einfach rein. Podolski! 4:2. Lehmann, den hast du! Das war Maxi Rodriguez. Fingerspitzen waren fast dran. 4:3. Lehmann hatte kurz die linke Ecke angetäuscht, um die andere frei zu machen, aber kam nicht mehr ganz an diesen Ball von Maxi Rodriguez. Borowski ist der nächste Schütze. Tim Borowski. Borowski! So, jetzt lass uns die Daumen drücken. Das Cambiasso Nerven zeigt. Das Cambiasso jetzt verschießt. Kurz verzögert, dann schön verladen. Wenn Cambiasso jetzt nicht trifft, ist Deutschland im Halbfinale. Lehmann, komm! Ja! Du hast ihn! Du hast ihn! Deutschland steht im Halbfinale! Und Lehmann ist der Fußballgott heute. Jetzt wird hier das Stadion abgebrannt. Und spätestens jetzt kann keiner mehr sagen, dass diese Entscheidung von Jürgen Klinsmann falsch war, diesen Mann zu nominieren und sagen, Jens Lehmann ist meine Nummer 1. Glückwunsch von Oliver Kahn eben. Und leider gibt es ein paar unrühmliche Szenen dort unten auf dem Platz. Die argentinischen Spieler wollen es nicht wahrhaben, dass sie raus sind, müssen jetzt vom Ordnungspersonal zurückgehalten werden. Heinze geht auf Oliver Bierhoff zu. Gabriel Heinze, er sollte eigentlich ein deutsches Herz haben. Oliver Bierhoff von Gabriel Heinze. Was soll das? So ein schlechter Verlierer zu sein. Haben Sie gesehen, der Schlag eben auf Schweinsteiger? Das ist Harald Stenger, der Pressechef dort unten. Gabriel Heinze hat einen deutschen Vater. Und Bastian Schweinsteiger macht das einzig Richtige. Holt seinen Manager dort zur Seite. Sind da noch alte Rechnungen offen? Im Gespräch mit Ayala. Warum machst du das?